Ne, einmal lese ich noch. Wo zoomt der denn da wieder rum? Nimm doch einfach der mit seinem Zoom. Nee, wir haben Zoom bei der Karte eingebaut. Das müssen wir so oft zeigen, wie es geht. Das ist der beste Effekt. Der war teuer. Mein Programmierer 1000 Mark für gegeben damals. Hab alles in ein Rohr gepackt. Ich hol später wieder raus. Das Rohr? Die Sau. Ja. Nee, ich guck oberhalb nochmal. Also hier unten war jetzt gar nichts. Ich hätte jetzt sonst vermutet. Hier bei dem... Hier ist eine Sackgasse. Toll. Wenn man so rumfetzt, dann... Ah, kein Wunder, dass ich nervös werde. Das ist auch so. Man rennt dann so schnell. Also richtig schnell. Und ohne Stamina-Verlust. Aber ist auch gefährlich. Das haben die extra gemacht, damit man schön in die Falle rennt. Und wie so ein Depp am Hänger hier hängen bleibt. Deswegen heißt das ja auch Hänger-Anhänger. Ne? Der ist so anhänglich, da bleibt man dran hängen. Verstehst du? Muss ja hinterm Zug sein. Ja, nee, aber hier, das muss ja eigentlich, ist das ziemlich genau immer, wo diese lila Markierung in der Minimap ist. Und die war hier. Und irgendwie, aber da muss hier irgendwo ein Rohr sein. Aber ich habe auch gelernt, ich habe das, wo ich in die eine Aufnahme geklappt. Erinnerst du dich an das Toiletten, oder erinnert ihr euch an das Toilettenhäuschen? Wo der Typ meinte, ja, wofür ist denn dieses Haus? Ich habe das da in die Kiste gepackt. Und ich meinte, was ein Depp. Aber ich habe die Kiste nicht gesehen. Die steht nämlich, da müssen wir auch nochmal hin, die steht da in der Ecke. Das war hinten in so einem alten Lager, also in einem der ersten Gebiete. Man muss hier echt suchen. Das ist nicht so ein Spiel, wo dann aufblinkt und so. Und so wie hier sollte das in jedem Spiel sein. Gut versteckt, fair versteckt, spaßig, gut beschrieben. So wie so ein kleines Rätsel. Und nicht, nee, hier blinkst, du musst nur F drücken, lang genug. Halte gedrückt, das ist die Aufgabe. Dann geht so ein Kringel auf und dann dann nimmst du es auf und packst es automatisch im Inventar. Und dann kriegst du ein Achievement. Nee. So tickt das Spiel nicht. Hier das Achievement ist einfach die Anspannung, die sich dann löst und du denkst, Gott sei Dank, war das geil. Wo ist jetzt hier ein verficktes Rohr? Geht mir auf den Sack mit eurem Rohr und dem Gepiepe immer. Warte mal. Er meint doch nicht im Auspuffrohr, oder? Nee, kann ich nicht dran griffeln. Schön dran greifen. Ich speichere mal lieber ab, falls was passiert. Aber laut Minimap hier... Wir haben Hunger. Ich dachte schon Radioaktivität. Ist mal ne Wurst. Wurstblinker? Wurstblinker? Was ein Blödsinn von Humbug? Hier ist kein Rohr. Damit lockst du aber die Kiddies nicht an. Da muss ja simpel gehalten sein. Ich will die Kiddies auch gar nicht. Auch wenn die Kohle locker sitzen haben. Ich will denen auch das Taschengeld nicht aus den Taschen ziehen. Da will ich nicht in den Erinnerungen sein. So, ja, da habe ich dem die Kohle in den Hals geworfen und der... Die Banditen... Ach, nö. Ich will jetzt hier... Wo ist hier ein Rohr? Was will ich denn mit Kiddies? Panette, es gibt nette Kiddies. Aber die Assi-Kiddies, die Rülpsen gut finden... Komm, hör auf. Mit denen kann ich doch nicht vernünftig unterhalten. Die sind doch die überfordert. Den brenne ich doch das Gehirn weg mit meinem Gesülze. Ja, irgendwie redet er lustig, aber ab und zu denkt er auch nach. Da komme ich voll nicht drauf, gar alter Diggi. Muss los. Was denkt denn der so viel? Was denkt er sich? Verstehe ich nicht. Hier ist kein Rohr. Hat jemand ein Rohr gesehen? Hier ist Gacke, hier ist nichts. Komm, kannst du vergessen. Ich gebe auf. Gerade, ganz ehrlich, wenn jetzt nicht noch irgendwie ein Hinweis... Meinte nicht bei dir, sondern bei Spielen, wo es nicht so einfach gehalten ist. Ja, klar, stimme ich dir zu, das ist so. Ach so, das mit dem Geblinke, was ich meinte, mit dem Drücker F und es blinkt. Ja, das ist aber so ein Dumpdown, ja, das ist eigentlich so ein Ding, um die Kiddies, auch um das zu verkaufen. Ob jetzt mit Rülpsen oder mit F drücken, ist alles dasselbe. Ist dasselbe Prinzip. Dasselbe Prinzip, verkauft sich einfach besser, hast du schon recht. Finde ich trotzdem scheiße. Ich finde das Spiel deswegen hier gerade so genial, dass ich jetzt auch hier entscheiden muss, scheiße, ich gebe hier mal auf, mal eine Niederlage einstecken. Das lernt man in den meisten Spielen überhaupt nicht. Und das ist hier ist jetzt nicht so eine Niederlage, wo du alles verlierst, sondern rollenspielmäßig. Ah nee, du findest es einfach nicht.
Und das liegt auch nicht daran, dass du doof bist, sondern einfach, weil du es nicht siehst. So, warte mal, ist das ein Rohr? Hä? Das ist doch das Auto. Nee. Aber normal ist das immer genau an der Stelle, wo das lila, aber ist hier irgendwo noch ein Rohr? Da kommen schon wieder Leute. Sind das meine Leute? Nee. Ja. Ich hätte noch fragen können, aber weiß, ob hier irgendwo ein Rohr, ob man ein Rohr hat, aber dann hätte er wahrscheinlich auch geschossen. Nee, ja, guck, ich gebe jetzt auf, weil gerade sah der Pfeiler so aus, aber nee, wir laufen zurück. Hier kommen schon die Affen und wollen mir das Fell lausen. Lausebengel, da kommt jetzt her. Zwei, hocken die da? Nein, nein. Nein, 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 habe ich gesagt. Da auch noch einer. Das ist Freund an der Nacht, da sieht man das Mündungsfeuer besser. Der ballert da hinten sich fröhlich. Blöd. Uiuiuiui. Ist jetzt diese Querschläger, die einen dann auch noch treffen, ne? Das kannst kriegst du heute auch nicht mehr vermittelt in den modernen Spielen. Ja, nee, das sind Querschläger. Ja, was ist das denn? Was soll denn das? Voll unreal. Voll LW. Ja, das ist ja gar nicht skillbasiert. Das ist ja voll random. Random. Ja, obwohl random benutzt auch. Das sag ich auch manchmal. Das ist ein Wort, das akzeptiert. Das akzeptiere ich, ne? Das akzeptiere ich auch. Guck mal, hier liegt noch Scheiß rum. Eine Stulle, eine Schrippe, ein Brötchen, eine Semmel. Aber ich dachte immer, berlinerisch Semmel wäre, ist gar nicht, habe ich jetzt gelernt. Schrippe. Wo kommt denn Semmel dann her? Irgendwo aus Hessen wahrscheinlich. Aus Schleswig. Keine Ahnung. Einfach mal so in die Welt gepimpert. Schwadroniert. Gemacht, getun. So, hier gehen wir jetzt lang. Weil wir das noch mitnehmen. Ich will da jetzt abkürzen, soll man aber nicht. Abspeichern soll ich. Ich gehe durch die Mitte durch. Da vorne ist noch eine Hütte angezeigt. Warte mal. Ich mach mal die Lampe aus, bevor die mich sehen. Nicht weit entfernt. Achso, der Auftrag Rostock. Ja, nee. Also diese zeitlichen Aufträge, die hier aufblinken, die gehen mir eigentlich so ein bisschen auf den Sack und ich will die jetzt nicht erschießen. Komm, ich muss Munition... Guck mal, wir haben jetzt 200 Mumpeln hier wieder in der Gegend versenkt. Mann! Wir hatten noch 500! Du musst auch aufpassen, Junge. Hier ist der Feind. Die Front ist woanders. Achso, hier ist auch ein Problem. Nö, nee, okay, dann. Nicht so ungut. Aber hast du Munition dabei? Nein, hat ja. Hätte nichts. So nichts zu gebrauchen, Alter. Versager. Kongo-Otto von Didi Hallervorden. Kennt ihr noch? Versager. Den fand ich als Kind total toll. Hab den Film letztens noch mal gesehen. Der ist ja... Kongo-Otto war gar nicht so lustig, aber ich fand den damals voll lustig. Versager. Wenn ihr noch kennt. Da ist ein Artefakt gewachsen. Das hole ich mir natürlich. Weil es nichts kostet. So, haben wir. Währenddessen laden wir nach. Speichern ab. Das stimmt, war bei Elder Scrolls Online. Oh, das habe ich nie gespielt. In der Beta. Ich war glücklich im zweiten Biom, schauten mir glücklich Gänseblümchen an. Da hatte ich... Was, da hatte einer das Ding schon durchgespielt nach 27 Stunden oder was das war? Ja, ja, ja. Ja. Obwohl, den Ansporn kann ich auch verstehen, aber... Und dann danach muss man es aber noch mal spielen für alles andere, oder nicht? Ich glaube, ich habe gerade einen meiner eigenen, oder? Das war ein Wächter, oder? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht drauf geachtet. Die und die Erben, ja doch. Und die Rache der Enterbten oder so? Der war super. Ach doch, der war. Die Didi-Filme waren schön erzählt. Didi ist ein guter Schauspieler. Also, so. Also. Unterhaltsam. Nachladehemmung, Ich glaube, das sind meine Jungs. Ich habe die aus Versehen angeschossen. Kann das sein?
Oder ist das hier der Nachschub von den Scharfschützen? Hampelmännern. Komm schon. Der liegt, glaube ich. Hatte ich nicht Nachtsicht? Ah, ich hatte Nachtsichtgerät. Funktioniert das mit Binokular wahrscheinlich nicht? Doch. Das ist unrealistisch, aber gut. Glaube ich, oder? Kann man... Naja. Ich sehe aber auch trotzdem nichts. Bisschen unscharf hier alles. Man sieht ja gar nichts. Aber... Genau, die Mumpeln will ich. Nee, die nehme ich mir von euch noch allen. Wo sind denn die? Wo ist der andere? Den hatten wir, das war der zweite. Und da hinten der. Und hier waren noch zwei. Die haben die gute Munition. Und ja, die haben den guten Stoff. Und hier, Granätchen. Gönn dir. Gönn dir, ist auch so ein komischer Begriff. Mag ich auch nicht. Gönn dir. Ist genauso wie Ehrenmann. Verstehe nicht, warum sind die Kinder so auf... Ja, Ehrenmann. Ja, weil die den Kohl nicht kennen. Habe ich schon mal drüber geredet, oder? Ich bin ein Ehrenmann. Ehrenmann ist eigentlich voll der Arsch. Die merken gar nicht, egal. Rückblickend besser als die Otto-Filme. Das stimmt. Die Otto-Filme sind nicht gut gealtert. Die sind so, die waren, als Kind waren die toll. Aber die, doch, ja. Stimme ich dir voll zu. Und wäre rückblickend auch immer noch gut, sind hier halt Bud Spencer, klar, Klassiker. Aber von den Deutschen noch, ja, Didi auf jeden Fall und. An wen hab ich denn gerade noch gedacht? Obwohl hier Mike Krüger und Dings, die Supernasen, die sind immer noch gut. Weil Mike Krüger, der ist ja immer so stumpf geblieben. Und wer immer noch gut ist, Filme, hier Karl Dall und Jürgen von der Lippe so. Der hat noch ein paar geile Teile. Aber Supernasen gucke ich immer noch gern. Mit Gottschalk, genau. Oh, habe ich eigentlich jetzt Bock nochmal zu gucken. Jetzt sofort. Zwei Gegner? Okay, angeblich. Nein, ich muss erst das... Der stand neben mir! Ich bin ein Supersoldat und ich plündere... Oh, Tag. Wo habe ich den abgespeichert? Hier, wo es so gepiept hat. Wo ist denn das? Ah ja, okay. Ja, müssen wir... Ah, nee, komm, dann rennen wir da jetzt durch. Dann lege ich die halt nicht nochmal um. Ja, da sehe ich die schon stehen. Ihr knallt mich dann weg, oder? Nee, das waren meine Jungs. Ja, guck mal. Alles gut. Gut, dass wir gestorben sind. Da schieße ich meine Freundin nicht nochmal. Können wir hier durchrennen. Alles gut. Alles gut. War gut. Das war Karma. Endlich mal positives Karma. Also, ja, speichern. Schock. Ja, quatsch uns hier schon wieder voll. Komm, wir geben jetzt die Aufträge ab. Wird ja auch Zeit. Nehmen wir noch auf. Ich war gerade geschockt. Das Aufnahmezeichen ist sonst rot. Das ist jetzt blau. Warum? Warum haben sich hier die Farben geändert? Aber warte mal. Läuft die Aufnahme noch? Kann ich gerade nicht checken. Ist egal. Lass ich. Genau, der Wechsel war die Verarschung. Ja, genau. Das heißt, ja, dann habe ich es grob im Kopf, was das alles war. War nicht immer so ganz meins. So irgendwie... Ich überlege aber gerade, was zu der Zeit meins war. Und wie kommen wir jetzt zu dem Typen hier hin? Ich habe mir noch irgendwie irgendwo, irgendwann mal den Weg hier gemerkt. Aber irgendwie auch nicht. Schicki Bricki? Nee, auch nicht. Hier lang, glaube ich. Ah, hier ging's runter. So war das. Und dann hier lang. Irgendwo. Hier? Dahin, wo das warme Licht leuchtet. Nee, wer bist du denn? Warum stehst du hier so auffällig? War das hier? Ja, hier lang. Ja, hier war es lang. So verwinkelt hier. So schön. Und schon wieder so viel Gewitter. Und jetzt quatscht, jetzt sinkt er gleich wieder. Der Weg war so leise. Er ist so verwinkelt hier, ne? Oh, was ist das denn eigentlich?
JUV? Warte mal, das sind Farbwerte. Irgendeine Kameraeinstellung. JUV, ja. Interessant, mal merken, mal recherchieren, was das war. Also ich setze meine Werte jetzt auf JUV, das ist halt so Kamerawerte, Spektrometer, Spektraldingsdarstellung, wie das heißt. Aber das andere ist, kann halt kein Russisch, ne? Hätte man mal was gelernt. Ja, ich sage Schickibriki. Ey, wenn ich dir auf Russisch stellen, müsste er eigentlich Schickibriki sagen, wenn er komm rein. Nee, komm näher war das, ne?